So, das ist mein Rucksack, auch von Osprey, das Modell EA48 entsprechend. Und ich habe hier vorne erstmal meine Kappe dran, gegen die Sonne. Und hier unsere beiden Luxus-Sitzkissen, haben sich aber auch schon bewährt. Mal schauen, dass jetzt hier nicht davonfliegen, zweimal. Und auch schon die erwähnten Trinksysteme hier rechts und links in den großen Taschen drin. Haben wir schon gesehen. So, dann halt in der Deckeltasche vielleicht zuerst mal. Regenjacke, die gleich einem in die Hand fällt, auch als Windjacke. Braucht man schneller mal als man denkt. Dann habe ich hier oben eben Buffs drin, auch für wenn es mal schnell kalt wird. Und den Regenüberzug, die Taschenlampe, ein Handgel, Taschentücher, die Sonnencreme, Labello. Ja, das war dann so das Wichtigste. Genau. Dann in der Innentasche den wasserdicht verpackt Geld und Karten, noch ein Stift, eine Maske, ist hier auch noch Corona-Maske. So. Und jetzt innen. Innen drin haben wir, je nachdem, was wir gerade an Essen geladen haben, hier ist jedenfalls unser Vorrat an Kakao, Kaffee, heiße Schokolade, genau, auch ein bisschen Magnesium und noch süße Kondensmilch. Dann ist hier so ein Pack mit verschiedene Salben, Medikamente, Ersatzbatterien, so Gewebeband. Dann haben wir hier eine Tupperbox, um einfach Dinge, die angebrochen sind, verpacken zu können. Und auch in den Refus kann man sich, wenn man sich Picknick geben lässt, kann man sich da auch Salat zum Beispiel einfüllen lassen. Das war auch öfter schon ganz praktisch. Dann ist hier die Tasche mit Duschgel, Zahnbürste und so die Kosmetiksachen. Und dann haben wir hier zwei große Packsäcke mit Kleidung. Jeweils nochmal eben in einem Packsack wasserdicht verpackt. Bei mir ist jetzt gerade nur deswegen kleiner, weil meine Badesachen noch trocknen. Die können wir genau so in diesem Zustand als Kopfkissen benutzen. Und da drin ist mal beispielhaft bei Reinhard gezeigt, ein Handtuch, ein Langarmshirt, eine Mütze, nochmal ein zweites Paar Socken, eine Hose, bei mir ist es noch eine lange Hose, eine zum Absippen. Dann haben wir hier nochmal Ersatz-T-Shirt, jeweils Kurzarm und Ersatz-Top. Ersatzunterhose und dann ist hier noch die lange Unterwäsche, auch bisher selten gebraucht, aber ab und zu, und Reinhards Buffs, die sind hier unten drin. So sieht so ein Kleidungssack aus. Ich habe innen drin auch wieder die Mülltüte im Fall von Regen und hier ist noch meine Regenhose, die ist auch lose da drin. Dann haben wir hier einmal Gas. Den haben wir nur in der großen Version jetzt nachbekommen. Wir haben mit einem kleinen angefangen. Wir schauen einfach, was wir kriegen unterwegs. Das ist unser sogenannter Elektronikbeutel. Das ist ein bisschen auf die Seite, damit es nicht so raschelt. Elektronikbeutel auch nochmal extra verpackt. Da ist drin eine Powerbank, entsprechende Kabel. Und dann haben wir ein Kindle und ein iPad Mini dabei zum Lesen und Schreiben. Und hier ist noch eine kleine Wäscheleine. Dann kommt hier zum Schluss noch auch nochmal Erste-Hilfe-Pack mit den wichtigsten Sachen. Mullbinden, Pflaster, Pinzette und so weiter. Und hier ist am Ende noch drin wieder extra verpackt unser Topf hier von Sea to Summit. Ganz praktischer Topf. Da haben wir die Becher noch mal drin. Der hat insgesamt etwa einen Liter fast der und wird sehr schnell heiß. Sehr praktisch.
Wir haben hier drin Feuerzeug und auch nochmal Zerreisenstab, falls Feuerzeug leer geht. Das ist der ganz kleine Aufsatz hier für die Gaskartusche. Dann haben wir noch einen Schwamm und zwei Trinkbecher, die hier mit reinpassen. Somit sind wir autonom. Unsere Löffel, die sind gerade mal wieder verschwunden, die Göffel, die gehören natürlich auch noch dazu. Hier drin ist noch eine Packung Ersatz immer, unsere Notnahrung von diesem gefriergetrockneten Essen. Das ist hier einmal noch Reis mit Gemüse. Und ansonsten haben wir hier noch eine Packung Haferflocken fürs Frühstück. Und je nachdem, jetzt im Moment gerade noch Polenta-Reste von dem, was wir an Essensnotnahrung noch dabei haben. So sind wir unabhängig.